Gut, gehen wir mal dahin. Ach so. Ich möchte das Augenmerk auf die Fußmatte richten, die tatsächlich auf dem Weg nach draußen liegt und auf der die Worte Willkommen stehen, so dass man sie lesen kann, wenn man nach draußen geht. Das so viel heißt wie hau bloß ab. Das ist halt irgendwie so ein Gag ist, über den ich mal sehr gelacht habe. Also ich weiß gar nicht, das muss irgendwie, als ich 14 war oder so. Ich habe mich an diese Geschichte erinnert, die mir mein damals bester Freund, oder wir haben die zusammen ersponnen oder so, um halt irgendwie bei Leuten, bei denen man so überhaupt nicht willkommen ist, halt uns vorzustellen, wie die ihre Fußmatten auslegen würden und sie würden es genau so tun. Da haben wir damals sehr viel drüber gelacht, das weiß ich noch. Deswegen habe ich auch diese Fußmatte hier reingezeichnet. Niemand verstanden. Niemand verstanden. Ich wünschte, ich wäre wieder 14. Ja, ich glaube, das wünscht es Seele. Können wir die mitnehmen? Im wahren Leben liegen Schlüssel nicht unter den Fußmatten. Nur Ich will doch zur den Schlüssel Sicherheit. nicht. Wusste ich's doch. Ich will doch den Schlüssel nicht haben. Ich will das mitnehmen. Nein! Den Schmutz unter meinen Sohlen habe ich mir hart erarbeitet. Was für Sohlen? Du hast doch keine Schuhe an. Gut, wir können da runter, wir können da rein. Und da geht's nicht raus. Scheiße. Schade eigentlich. Wo geht's denn hier hin? In der Küche. Speiseplan. Heute ist Wünsch dir was Gut. Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Schade. Bevor wir mit Poki sprechen, gucken wir uns hier erstmal um. Können wir irgendwie was mitnehmen? Wie zum Beispiel den Topf? Der kommt mit. Okay. Wollen wir Ist nicht hier noch erstmal was? gucken, was drin ist? Na, dann guck doch mal nach. Oh, große Überraschung! Da ist Oh. Besteck drin! Wie schön. Nimm's mit. Mal sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer! Und eine Gabel! Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab! Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Das frage ich mich eigentlich nur. Warum? Ach so. Wollte gerade sagen, warum hast du jetzt nicht die Gabel und das Messer mitgenommen? Aber das hat sie ja. Können wir den Topflappen hier mitnehmen? Gut, gehe zur Tür. Hier sind wir in den Speisesaal oder wie? Ach, wir haben noch gar nicht mit Poki geredet. Gehen wir halt nochmal zurück. Ah ja, hier ist einer meiner eigenen seltenen Auftritte im Spiel. Und zwar habe ich tatsächlich die Rolle des Kochs gesprochen. Beziehungsweise, naja, gesprochen kann man kaum sagen, weil er sagt ja kein Wort. Er macht nur Grumpflaut. Aber das habe ich selber gemacht. Und ich habe versucht, sehr viel charakterliche Tiefe einzustreuen. Oder so, ich weiß gar nicht mehr. Wie habe ich das gemacht? Ja. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich mich immer so ein bisschen so gesehen wie ein Popeye mit Kochmütze. So verstehe ich mich auch als Game Designer. Ja. Ah, ja. Okay. Gut. Wir sind zwar die andere Tür rausgegangen, aber wir gehen nochmal hier raus, weil da ging nämlich noch eine Treppe runter. Und da wollte ich auch nochmal gucken, was da so schön ist. Ah, okay. Dr. Marcel. Was gibt's denn hier? Nein, ich gehe wieder raus. Oder nein? Scheiße. Mist. Bleib mal hier drinnen. Die ist hier drinnen geblieben. Ich habe mal eine Zeit lang beim NDR im Fernseharchiv gearbeitet. Da sah es genau so aus. Und wenn ihr euch wundert, wo halt die ganzen alten Tagesschauen landen, die landen in exakt so einem Raum, der so aussieht.
bis auf, dass sich die ganzen Regale verfahren lassen. Das sind ja noch so Drehräder an den Regalen. Lassen sich hin und her schieben, aber weil ich ja keine Hintergrundanimation habe. Aber sonst sah darum exakt so aus. Mhm. Wenn man sich übrigens den Notizzettel, der links an der Wand klebt, anguckt, steht da drauf, der Mond fällt auf die Erde. Und Edna wundert sich sehr über diesen Notizzettel und findet ihn auch sehr beunruhigend. Dieser Zettel wird nirgendwo weiter erklärt, ist vollkommen losgelöst von allem anderen. Fakt ist, dass dieser Zettel mit meiner Handschrift irgendwann plötzlich neben meinem Bett lag. Ich muss irgendwann nachts nach einem Traum aufgewacht sein und habe das offensichtlich noch im Halbschlaf auf diesen Zettel draufgeschrieben. Der Mond stürzt auf die Erde. Und bin dann irgendwann später, ohne mich tatsächlich an den Traum zu erinnern, nur das grob, dass ich ungefähr das so gewesen sein muss, aufgewacht, habe diesen Zettel gefunden, gelesen. Und Mann, war ich beunruhigt. Der Mond stürzt auf die Erde. Seitdem habe ich auch immer ein bisschen Angst, bei Vollmond rauszugehen. Gruselig. Ach, niedlich. Schauen wir uns mal die Notiz an. Der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Können wir den mitnehmen? Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond fällt auf die Erde. Und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Schade. Benutzen können wir es auch nicht. Aktenschrank. Ansehen. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Benutzen. Können wir jetzt was ansehen? Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Keine. Zuerst mal nicht. Wir gehen erstmal wieder raus. Wenn die mal rausgehen würde, warum gehst du jetzt nicht raus? Mann, jetzt gehst du mal da hoch. Und durch diese Tür. Ach, hier kommen wir dann. Also gehen wir mal raus. Screens, in denen eine Treppe zu sehen ist. Für solche Screens bekomme ich, wenn ich die auch nur skribble, bekomme ich mittlerweile Prügel dafür, weil... Screens, in denen eine Treppe zu sehen ist. Für solche Screens bekomme ich, wenn ich die auch nur skribble, bekomme ich mittlerweile Prügel dafür, weil Treppenanimationen halt durchaus sehr komplex und schwierig sein können für 2D-Artists, besonders wenn sie mit mehr als 2 Frames pro Stufe auskommen sollen. Ich habe mir damals überhaupt keine großen Gedanken darüber gemacht. Fürchte ich. Ich habe die einfach gemacht. Ich dachte halt... Treppe, na und? Naja. Hier, das Graffiti vorne an der Wand, das hat natürlich auch noch eine interessante Geschichte. Und zwar ist der Ursprung dieses wunderschönen, gelungenen und treffenden Dr. Marcel Graffitis nämlich auch die geheimnisvolle, verloren gegangene dritte Rückblende. Hier lernt Edna ihre dritte HW-Fähigkeit, die ebenfalls im fertigen Spiel nicht mehr gebraucht wurde. Und zwar von niemand geringeren als von Michael Jackson. Der nämlich, was die wenigsten wissen, auch ein talentierter Sprayer ist. Den Moonwalk. Dritte HW-Fähigkeit, Moonwalk. Darauf musst du dir verzichten. Die Idee zu dieser Fähigkeit stammt übrigens aus meinem allerersten Adventure, das ich damals zu Schulzeiten gemacht habe. Da können wir gar nicht alt gewesen sein. Und zwar in der Projektwoche haben wir versucht, ein Adventure zu machen. Und unser Charakter ist immer so geschlurft, weil wir es einfach nicht hinbekommen haben, die G-Animation, also wir haben es damals mit Visual Basic gemacht, auf einem Amiga sonst wie viel. Das war noch vor der PC-Zeit. Und unser Hauptcharakter, den wir halt in Pixelgrafik zusammengepixelt haben, wir haben einfach diese G-Animation halt nicht timen können. Und deswegen hat er immer gemoonwalked, wenn er lief. Und besonders schlimm war es, dass an manchen Stellen der Charakter halt rückwärts lief. Also einfach die Rückwärts-G-Animation halt, also die Vorwärts-G-Animation abgespielt wurde, obwohl er halt in die falsche Richtung lief. Und da sah es dann tatsächlich so aus, als würde er moonwalken. Und ich dachte, das kann ich leicht wiederherstellen.
Entsprechend kann ich auch halt, ohne eine neue Animation zu zeichnen, Edna diese neue Fähigkeit zu geben, zu moonwalken. Das war geplant für die Rückblende. Eigentlich schade, dass es rausgeflogen ist. Warum ist das rausgeflogen? Ach, naja. Ja, wirklich schade. Nicht ansehen. Ich wollte reden. Hallo? Dr. Marcel? Sind Sie das? Es wirkt so lebensnah. So lebendig. Also ist es doch nicht. Was ist immer denn hier? Poki? Aber ich gehe erstmal runter. Was ist das denn? Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Weiß ich nicht. Hallo? Ob man da reden können. Jemand zu Hause? Huch? Ja? Was gibt es? Wer bist du denn? Mein Name ist Almelio Sanchez di Mubelfrub. Aber die Leute nennen mich meistens Allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Almelio. Kapiere ich nicht. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Nee. Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es! Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Der ist sturer als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Viel Glück, ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Das werden wir ja sehen. Können wir einen Schlüssel mitnehmen? Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Jetzt nimm doch zum blöden Diese Löffel mit. Gehen nirgends. Sie sind Essen. Mann, kann man so entnützen? Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Können wir Sand mitnehmen? Ich hab gesagt Erde. Nö, war. Benutzen? Ja, eigentlich eine meiner Lieblingsrätselketten, so jeder Step für sich betrachtet, ergibt so scheinbar Sinn oder so auf so Edna-Niveau halt so angemessen Sinn, sage ich mal. Aber wenn man so das große Ganze zusammennimmt, dann kratzt man sich doch im Kopf und denkt, hä? Ist die Sache mit den Löffeln in der ganzen Anstalt, also lange bevor Edna in diesen Screen kommt, ja, dieses Foreshadowing, ich glaube, das finde ich daran so interessant. Langsam bevor Edna in diesen Screen kommt oder überhaupt irgendwie in den größeren Bereich der Anstalt kommt, bereits im ersten Raum wird etabliert, dass heute Wünsch dir was Tag in der Kantine ist. Dann wird halt irgendwie Schritt für Schritt aufgebaut, dass es in der ganzen Anstalt keine Löffel mehr gibt und dass die Leute deswegen halt irgendwie improvisieren müssen. Und hier sehen wir Almo, der halt irgendwie unbedingt mit Löffeln halt seinen Fluchttunnel graben muss, weil es sich einfach gehört, den mit Löffeln zu graben. Beim Barmann wiederum, weil er keinen Löffel gefunden hat, benutzt er eine Schaufel als Löffel, weil die Insassen schon längst gar nicht mehr wissen, wie richtige Löffel aussehen, hält er auch die Schaufel für einen Löffel. Und ja, wir kriegen zwar die Schaufel recht schnell, aber es ist dann doch im Endeffekt ziemlich schwer, Almo davon zu überzeugen, dass ein adäquater Ersatz für seinen Löffel ist. Deswegen nimmt er diese Schaufel nur sehr widerwillig als Löffelersatz an. Kleiner netter Nebengag ist natürlich, dass halt die verbogenen Löffel, weil Almo halt langsam alle Löffel verbogen hat, halt irgendwie diesen einen schönen kurzen, mal kurzen Kommentar von Edna lostreten können. Hier sieht's ja aus wie bei Uri Geller unterm Sofa. Das ist irgendwie
einfach schön.